Ich esse total viel zwischendurch, total gerne und ja, immer so am Naschen, so während des Unterrichts. Wenn ich dann unterwegs bin, dann hole ich mir auch irgendwie mal ein Brötchen oder teilweise auch ein Teilchen. Wenn ich jetzt nicht zu Hause esse, sondern auswärts, dann ist es entweder Burger King, McDonald's, irgendwie sowas. In den Freistunden geht man dann mal zu Netto, kauft sich dann irgendwelche Süßigkeiten. Das ist auch bei uns, ja, das gehört fast schon so zum Tagesablauf. Und ja, dann irgendwann kommt mein Vater nach Hause, dann gibt es nochmal Mittagessen, so um 4, 5 Uhr. Das ist bei mir eigentlich ziemlich chaotisch. Also ich esse manchmal gar nicht warm am Tag und manchmal esse ich dafür zweimal warm. Wenn ich jetzt alleine zu Hause bin oder mir alleine Essen mache, dann läuft es meistens auf Pizza raus, Spaghetti, Lasagne. Und zum Abendessen kochen wir dann entsprechend irgendwie, sei es jetzt ein Pflanzenschnitzel mit Kartoffeln und Salat oder eben ein Curry oder so. Abends gibt es dann warm. Und wenn ich dann nach Hause komme, gibt es meistens erst abends was Warmes. Ja, also es ist jetzt nicht irgendwie was Besonderes. Ich glaube, das ist so relativ normal für jemanden, der zur Schule geht. Abends esse ich dann Brote oder Salat oder eine Suppe vielleicht noch. Wenn ich vom Training wiederkomme, dann esse ich noch mal entweder Müsli oder wenn noch was vom Mittagessen übrig geblieben ist. Wir sind jetzt hier gerade bei Meckes. Ja, wir haben jetzt jeder ein Menü genommen. Kostet pro Person 6,99 €. Also Brötchen mit Schinken raus und jetzt machen wir auf. Jetzt mach ich mal auf. Ja. Geht so. Lecker. Ein schön zerficktes Fleisch. Oh. Es läuft. Läuft? Schmeckt nicht eklig. Schmeckt nicht nach totem Tier, sondern lecker. Das liegt ziemlich nah beieinander. Das Gefühl ist irgendwie zu Hause anders. So. Man fühlt sich nicht so dreckig danach. Und ich glaube, das hält nicht so lange vor. Wenn man so nicht so spät abends ist, sondern irgendwie mittags, dann hat man eine Stunde später schon wieder Hunger. So. Ja, das meine ich. Das ist irgendwie so, ne? Und wenn du was richtig Geiles von zu Hause selbst gebacken oder selbst gekocht isst, das merkt man nicht so. Das hält länger vor. Ich persönlich habe so das Gefühl, dass wenn ich so zu Hause normal was koche und dann esse, ja, dass ich mich dann so gesund fühle. Und hier habe ich einfach so einen Klotz im Magen. So als Jugendlicher, der viel unterwegs ist, kannst du halt nicht immer nur zu Hause essen. Man muss mal manchmal zu Burger King und ja, ist halt lecker, aber es fühlt sich halt nicht so gut an, aber wenn man isst, ist man ja oft mit anderen Sachen beschäftigt und geht gar nicht so aufs Essen ein, das ist ja nur so eine Beilage. Ist ja auch irgendwie Mittel zum Zweck, ne? Man hat Hunger so. Ja, der Burger ist auf, ist ein bisschen schlecht, aber es muss wohl so sein, ne? Und wenn du so denkst, dass das so zerficktes Fleisch ist, wie ist das, wenn du da jetzt so reinbeißt? Dann denke ich da nicht drüber nach. Eigentlich. Weil ich habe ja Hunger und Gedanken kann ich mir auch machen, wenn ich nicht esse. Naja, ich meine, dass Tiere sterben, ist ja wohl klar dafür. Ne? Vegetarisches Fleisch macht da irgendwie keinen Sinn. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, so. Die haben gehabt, ich weiß nicht, ob die den Veggie-Burger noch haben. Ich glaube, die hatten den mal nicht. Was haben die denn wieder? Der war eigentlich auch ganz lecker. Aber der war immer teurer als mit Fleisch. Und das habe ich nicht verstanden. So ein Stück Kuchen quasi, weißt du? Kann doch nicht teurer sein als so ein Rindfleisch. Das müsste einem eigentlich zu denken geben.